Herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Bei mir steht jetzt Dr. Gerrit Hohendorf von der TU München. Sie haben sozusagen die Ausstellung gemacht, also inhaltlich konzipiert. Was? Zusammen mit einem Team, also nicht ich. Zusammen mit einem Team, gut, aber Sie sind jetzt sozusagen mein Ansprechpartner dafür. Meine erste Frage wäre, war es von Anfang an so konzipiert, dass mit dem Gedenkort auch ein Informationsort gestaltet wird? Genau, das war eigentlich auch die Forderung, die am runden Tisch erhoben worden ist, die von vielen anderen auch erhoben worden ist, auch vom Arbeitskreis zur Forschung der NS-Euthanasie und Zwangssterilisation, dass es hier nicht um ein neues Mahnmal oder Denkmal, was ich sozusagen einfach so in den Kreis der bestehenden Denkmäler einreiht, sondern es soll hier wirklich um Informationsvermittlung im öffentlichen Raum gehen. Es konnte und kann hier kein neues Gebäude geschaffen werden, also ein Dokumentationszentrum, wie man sich das vielleicht auch hätte wünschen können, war nicht im Rahmen des Realisierbaren, sodass letztlich das, was Sie jetzt hier sehen, entstanden ist, nämlich eine Open-Air-Ausstellung. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine große Herausforderung, weil man dann die Informationen sehr auf das Wesentliche reduzieren muss und man auch nicht einfach eine Ausstellung konzipieren kann, die man von vorne bis hinten durchsieht, sondern wir die Texte wirklich bewusst so geschrieben haben, dass man an jedem Ort der Ausstellung einsteigen kann in das Lesen und etwas mitnimmt, selbst wenn man nur eine Minute oder fünf Minuten an diesem Ort ist. Wo haben Sie denn die Schwerpunkte gesetzt? Also welche Themen waren Ihnen da sehr wichtig? Also der Schwerpunkt ist natürlich, was hat eigentlich dieser authentische Ort Tiergartenstraße 4 für eine Bedeutung? Bürokratie des Todes, hier wurde die Erfassung, Selektion und Vernichtung der Anstaltspatienten geplant, organisiert, durchgeführt und der Tod letztlich bürokratisch abgewickelt. Das ist ja ein System gewesen, wo sehr genau Buch geführt worden ist über jeden einzelnen Patienten und Abrechnungen durchgeführt worden sind und so weiter und so fort. Die nationalsozialistische Euthanasieaktion, die firmierte ja nach außen so in harmlosen Bezeichnungen. Sie haben schon gehört, gemeinnützige Krankentransportgesellschaft, Stiftung für Anstaltspflege, Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten. Das waren so Begriffe, mit der die T4 hier nach außen hin in Erscheinung trat als quasi harmlose Organisation zur Förderung der Psychiatrie, wenn man so will. Aber sie haben natürlich genau das Gegenteil getan. Es ging darum, in den psychiatrischen Anstalten den Teil der Anstaltspatienten auszusortieren, wenn sie so wollen, die nicht mehr arbeitsfähig sind, die nicht brauchbar sind, die den Anstaltsbetrieb stören oder die einfach als unheilbar krank gelten. Wie ist denn da überhaupt die Quellenlage gewesen? Ja, die Quellenlage ist ja, dass 1990 in einem Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit sehr unerwartet 30.000 Krankenakten aufgetaucht sind. Und das sind 30.000 von insgesamt 70.000 Krankenakten der Opfer der Aktion T4. Die Aktion T4 lief ja von 1939 bis 1941, wurde dann ja abgebrochen aufgrund der Predigt von Graf von Galen durch Hitler persönlich. Die Tötungen liefen aber dann weiter dezentral durch Verhungern lassen, durch Medikamente. Sie liefen weiter im Osten, auch in der Sowjetunion wurden Psychiatriepatienten getötet, auch in Polen schon zu Kriegsbeginn. Also dieser scheinbare Stopp der Aktion T4 war mitnichten, dass die T4 hier einfach aufgehört hat. Und das frei werdende Tötungspersonal hat man dann in den Vernichtungslagern der Aktion Reinhardt in Polen, in Sochibor, Belzec und Treblinka eingesetzt. Herr Hohendorf, man sieht hier auch Schicksale. Wie wichtig ist das, den Opfern auch Gesichter zu geben? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch unsere Arbeit an den Krankenakten bestimmt hat, dass wir uns dem Thema nicht nur nüchtern wissenschaftlich Fragen nach Zahlen, nach Statistiken nähern können, sondern dass wir uns wirklich den individuellen Menschen nähern können, dem, was wir aus den Krankenakten, aus Gesprächen mit Familienangehörigen, aus Briefen, die zum Teil erhalten sind von den ermordeten Menschen, was wir daraus herauslesen können, um diese Menschen auch ein Stück weit gegen ihre negative Bewertung in der Krankenakte als Menschen mit ihrem eigenen Lebensweg zur Darstellung kommen zu lassen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und deswegen steht am Schluss der Ausstellung ja auch ein Zitat eines der ältesten Opfer der Aktion T4 von Karl Arendt, einem
Kutscher aus Mecklenburg, der 1907 in einem Generalsmantel auf dem Alexanderplatz aufgetreten ist und dann als gemeingefährlich geisteskrank in die Berliner Heil- und Pflegeanstalten eingeliefert worden ist, alle vier Heil- und Pflegeanstalten durchlebt und durchlitten hat, dort gezeichnet hat und in einem Brief an die Anstaltsdirektion schreibt er, dass sein wesentliches Anliegen ist, das menschliche Dasein in sich selbst, in seiner Würde zu bewahren. Und dieses Zitat ist für uns sozusagen so ein Zeichen, worum es auch den Menschen, den Opfern selbst gegangen ist. Und sie wirklich ein Stück weit zur Sprache zu bringen, das ist ganz entscheidend. Sie beschäftigen sich auch mit der Nachkriegsgeschichte. Es ist von Ärzten dort die Rede, bei denen eigentlich klar war, dass sie Euthanasie durchgeführt haben, aber trotzdem von der Bevölkerung immer noch als guter Arzt empfunden wurden, auch weiter praktiziert haben. Ja, das ist richtig. Das ist ein Phänomen, was wir vielleicht aus heutiger Sicht nicht wirklich verstehen können, aber was die 60er Jahre noch gekennzeichnet hat, da gab es ja Euthanasieprozesse gegen beteiligte Ärzte, die auch in den Gaskammern hier in den Tötungsanstalten gearbeitet haben, die dann zum Teil zu ganz geringen Gefängnisstrafen verurteilt worden, zum Teil freigesprochen worden sind oder als verhandlungsunfähig galten, und bei den Freisprüchen ist wirklich im Gerichtssaal applaudiert worden. Und das zeigt nochmal die Einstellung auch der Gesellschaft, der 50er und 60er Jahre, die Erinnerung an die Opfer eigentlich auch für die Familien nur sehr schwer möglich gemacht hat. Es gab Einzelne, die sich hingestellt haben als Nebenkläger in den 60er Jahren und gesagt haben, meine Mutter ist hier ermordet worden und ich klage das Verbrechen hier an. Aber das waren Einzelne, die hatten es auch sehr, sehr schwer. Herr Dr. Hohendorf, wenn man sich eine so lange Zeit so intensiv mit dieser Materie beschäftigt, wie schafft man das dann, dass einen das nicht so sehr anfasst, dass man da durchhält? Ja, also für mich persönlich, ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen. Also ich arbeite ja zum Teil auch noch praktisch als Psychiater und beschäftige mich auch mit ethischen Fragen. Also man muss glauben, also für mich persönlich würde ich sagen, man braucht noch andere Dinge. Aber trotzdem ist es ein Thema, was einen schwer loslässt, wenn es einen einmal irgendwie gepackt hat. Aber ich glaube, das Gefühl, dass man hier jetzt auch etwas geschaffen hat, was, sagen wir mal, wirklich sichtbar in der Öffentlichkeit jetzt ein Thema präsentiert, was lange vergessen und verdrängt worden ist, das ist, glaube ich, schon gut, das auch oder dazu einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Gibt es eine Botschaft, die Sie gerne vermitteln würden, also wo Sie es schön finden würden, wenn Besucher dieser Ausstellung rausgingen und wie gesagt, mit einer entsprechenden Botschaft diesen Ort verlassen? Ja, also eine ganz zentrale Botschaft, finde ich, wurde ja heute schon in den Reden genannt. Das ist, dass man eben nicht unterscheiden sollte zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben. Und dass das weder für Ärzte noch für die Gesellschaft ein Punkt ist, der in der Gesellschaft diskutiert wird, sondern dass jedes Leben seinen eigenen Wert hat. Und ich glaube, das ist etwas, was man aus dieser Geschichte der Euthanasie, die ja harmlos, wenn Sie so wollen, harmlos begonnen hat und diesem Gedanken, Menschen von ihrem unheilbaren Leiden zu erlösen, letztlich etwas Gutes zu tun, Euthanasie, da steckt ja das Wort gut drin. Und ich glaube, dass eine Reihe von Tatbeteiligten eben durchaus dieser Gedanke bewegt hat, an einem großen Erlösungswerk teilzunehmen, sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, wichtig, das mitzunehmen auch in einer Gesellschaft, wo wir doch immer mehr auch in der Ökonomisierung von Medizin, von Pflege und so weiter in Situationen sind, wo möglicherweise irgendwann solche Entscheidungen wieder getroffen werden. Nach 70 Jahren, liebe Zuschauer, gibt es hier in der Tiergartenstraße Nummer 4 einen Informations- und Gedenkort für die Opfer der NS-Euthanasie-Morde. Ein Ort, an dem erinnert wird an dieses schreckliche Verbrechen, aber auch ein Ort, an dem gemahnt wird, und zwar täglich
dass wir uns auch anstrengen müssen, Menschlichkeit zeigen müssen, nicht ausgrenzen dürfen. Ich denke, das können wir alle hier von dieser Veranstaltung und von diesem Ort mitnehmen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.